So, liebe Zuschauer, YouTube-Follower und Freunde und Marie, meine Kamerafrau, vielen Dank Marie. Ich möchte euch heute was zeigen, nämlich die Arma Brush Zahnbürste, die 10 Sekunden Zahnbürste. Dazu eine kleine Anekdote. Vor vielen Jahren habe ich mal gesagt, man müsste doch eine Zahnbürste haben, die mir automatisch meine Zähne putzt, währenddessen ich noch Wäsche aufhänge oder andere coole Sachen mache. Oder abends, wenn man betrunken ist, sich dann nicht denkt, 3 Minuten lang, oh nee. Und was macht man mit sowas? Müsste man eigentlich mal machen, Ideen? Man macht sie nicht. Irgendwann bekomme ich eine E-Mail von Kickstarter, die mir sagen, hey, die wollen so eine Zahnbürste machen. Und ich dachte mir so, nee, die haben meine Idee geklaut. Ich habe mich geärgert, aber auch gefreut, wenn andere das machen, umso besser. Und ja, hier ist das Produkt. Das war vor 1,5 Jahren, will ich nochmal anmerken. Und das packen wir jetzt zusammen aus und dann testen wir das eine Runde. Nebenbei erzähle ich euch noch ein bisschen was. Ich versuche mal, das nicht zu sehr kaputt zu machen hier. So, dann gucken wir mal hier rein. Das wird jetzt hier auch kein professionelles Unboxing mit ASMR-Effekten. Nein, wir packen das aus. Eine schöne Schachtel. Tada. Oh, Accessoires. Handpiece and Mouthpiece. Gucken wir mal, was bei den Accessoires dabei ist. So ein Zettel, das gucken wir uns jetzt mal nicht an, die Anleitung. Ah, gucken wir mal, was hier dabei ist. Das ist die Ladestation. Ja. Die übrigens kabellos sein soll. Ich bin gespannt. Hier habe ich 3x Zahnpasta-Pots, die man da reinpacken kann. Und hier ist das Ding. Das, was ich erfunden habe und letztendlich doch nicht erfunden habe. Müssen wir mal gucken. Oh, herrlich. So, dann schauen wir mal. Ja, das ist das Ding. Das soll das sein. Das sind diese Zahnpasta für die verschiedenen Sorten, die man benutzen kann. Die man dann später wahrscheinlich nachkaufen muss, wenn sie leer sind. Eins soll einen Monat ungefähr halten. Bei zweimaligen Benutzen, glaube ich, pro Tag. Ich habe auch bei Kickstarter mir so ein Ding gekauft, was leer ist und was man dann selber auffüllen kann. Damit haben die geworben, sowas soll es wohl später nicht für den Endkunden geben, aber für die Early Backer, so wie ich es einer war, soll es sowas geben. Und ich freue mich schon. Ich weiß nicht, wann das kommen soll. Irgendwann wahrscheinlich. So. Aha. Ah. Das heißt, man lädt das Ding und man kann quasi diese Station hier mit laden. Und das dann wireless benutzen. So rum oder so rum. So. So, dann gucken wir mal jetzt schon mal ganz kurz haptisch, was hier eigentlich los ist. Kann das überhaupt funktionieren mit diesen Gummiborsten? Hört sich schon mal gut an. Und es soll alle Zähne gleichzeitig putzen. Und ich bin ganz gespannt. Jetzt sind wir hier im Badezimmer und wir testen das Gerät jetzt mal. Übrigens, was ich gerade noch nicht erwähnt habe, das ist magnetisch, das Ding. Zack. Ich habe hier ganz kurz die Kurzanleitung gelesen, die ist wirklich sehr kurz und prägnant. Es gibt 3 verschiedene Zahnpastas, die dabei waren. Ich nehme die Fresche, es gibt noch Mild und White. Die soll man hier so reinstecken. Zack, hat sich ein bisschen komisch angehört. So, jetzt soll man das Mouthstück spülen. So, die Zahnpasta soll jetzt da reingedrückt werden, indem man hier einmal drückt. Sieht irgendwie nicht so aus. Ah, doch. Aha. So, dann testen wir es jetzt mal. Ich merke so gut wie nichts von der Zahnputzleistung. Ich weiß nicht, ob ich es einfach falsch mache oder ob das Gerät einfach nicht gut ist. Aber das finden wir noch aus. Kommen wir zu dem Fazit. Ich habe es jetzt getestet. Leider konnte ich es nicht im Video so vernünftig aufnehmen, denn ich war überrascht, dass es, glaube ich, gar nicht funktioniert. Die Vibrationen sind überhaupt nicht zu merken von diesen kleinen Gummidingern. Die Putzleistung ist in meinen Augen überhaupt gar nicht vorhanden. Außer es passiert auf einem Level, wo ich es einfach nicht verstehe. Wo quasi schon leichteste Vibrationen am Zahn reichen würden. Das heißt, ein Traum in den Mülleimer geworfen und dann am Ende umgesetzt von einer Firma, die es nicht hinbekommen hat. Die 1,5 Jahre versucht hat
und auch mich, enttäuscht hat jetzt letztendlich. Und ich glaube, das ist einfach mal 100 Euro oder was es gekostet hat damals für den Müll. Aber hey, immerhin gibt es diese Gummis dabei. Und wenn man auf teure Gummis steht, dann könnte man ja die einfach nehmen. Schade, vielleicht gibt es ein Update dazu, aber erstmal durchgefallen.